Dinge sind drei, auf jeden Fall nochmal ein Deklatter. Kleine Lidschattenpaletten. Zum einen habe ich hier Smashbox. Die bleibt definitiv, die finde ich sogar besser als die große. Das Pendant dazu, sag ich mal. Ja, mag ich viel, viel lieber, finde ich viel, viel schöner die Kombination. Obwohl es dieselben Töne sind, aber irgendwie finde ich sie auch besser pigmentiert. Also ein absolutes Must-Have bleibt auf jeden Fall. Dann haben wir von NYX diese voll die Troddels Paletten hier. Einmal die 02. Die finde ich eigentlich relativ schön, nutze ich aber nicht. Und deswegen sortiere ich sie auch aus. Dann habe ich von NYX Full Trottel diese wunderschöne Palette. Es ist so eine Alltagspalette. Man kann einfach eine tolle Kombi machen. Fertig. To go behalte ich erstmal. Dann habe ich zu Eva Cocoa Blend. Ganz, ganz toll im Mini. Tolle Farben. Also wer die Cocoa Blend noch nicht in seiner Sammlung hat, nach 20 Jahren YouTube-Schminke und gehypt, dann kann ich sie euch absolut ans Herz legen. Dann habe ich die Caramel Melange. Voilà, da ist sie. So sieht sie aus. Absolutes Summer Must-Have. Zack, zack, ein Lidschatten drauf. Zack, zack, verblendet. Fertig, to go. Absolute Liebe. Ist aber schwierig, finde ich. Man sieht oftmals ein bisschen krank aus oder nicht so frisch, finde ich, wenn man nicht den Wimpernkranz verdichtet. Also Mädels, die roten, orangenen Lidschatten tragen, am besten immer verdichten. Dann haben wir hier nochmal so einen Trottel von NYX. Ja, von der trenne ich mich auch erstmal nicht. Ich finde das eine tolle, warme Palette to go. Deswegen bleibt die. Dann habe ich hier die Comfort-Zone-Palette von Wet n Wild. Hey Leute, ich habe sie bestimmt 3 Jahre und noch nicht mal richtig verwendet. Ich weiß es nicht. Bestimmt. Ich finde es halt schwierig. Das ist halt eine Palette, die man alleine nicht nutzen kann, weil sie einfach keine matten Töne hat. Die hat tolle, schimmernde, bombenpigmentierte Töne. Aber man braucht eine Dazu-Palette. Also die bleibt ja auch erstmal. Aber ich denke, sie darf schon irgendwann demnächst mal ausziehen. Irgendwie ist mein Schatz noch nicht daheim. Dann haben wir von Catrice so eine selbst zusammengestellte Palette. Wollte ich ja unbedingt mal kleben. Also, irgendwie gefällt mir die Farbkombi. Keine Ahnung, ist auch nur ein matter Ton. Vielleicht geht sie weiter, vielleicht bleibt sie. Ich mag vor allen Dingen die schimmernden Töne. Aber so alleine, ich weiß es nicht. Also, die sind wirklich von Catrice assrein. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Aber die haben Wumms. Wumsi, Wumsi, die bleibt auch erstmal. Weil blöd ist es, dass Catrice die ja ausgelistet hat, aber irgendwie auch nicht. Also ich weiß es nicht. Dann haben wir von NYX auch noch diese Ultimate Matt Palette Geschichte. Die möchte ich einfach behalten, weil sie ja noch im Sortiment bei NYX ist. Also noch habe ich nichts mitgekriegt. Wunderschöne kleine mini bunte Palette. Deswegen darf sie bleiben. Die Farben sind auch ganz okay pigmentiert. Paar sind so, ja, paar sind ziemlich krass. Also gerade wenn ich auch mal den Charles probiere, möchte ich die mit der vielleicht vergleichen, dass wir einfach gucken, ob wir auch damit klarkommen. Wisst ihr, was ich meine? Dass wir einfach irgendwie eine Alternative haben. Dann habe ich Cream Square Eyeshadow Palette von 183 Tagen. Bombenpalette. Finde ich wunderschön. Darf auf jeden Fall in meiner Sammlung bleiben. Ich finde es nur ein bisschen dreist, dass es 8 oder 9 Euro kostet oder 7. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, ich habe 8 Euro dafür gezahlt. Ein Fünfer hätte es auch gemacht. Also, um ehrlich zu sein, ich hätte lieber Papier genommen wie Plastik. Aber von der Größe her perfekt. 9 kleine Lidschatten. Was möchte man mehr? Tolle Palette. Bleibt. Dann haben wir auch hier eine ganz tolle Palette. Ich finde das eine super schöne romantische Palette. Die ist jetzt von Essence, ist auch aus dem Sortiment gegangen, aber ich mag die Farben einfach, deswegen bleibt sie auch. Das ist jetzt in Love with Rose. Das ist in Love with Rose Eyeshadow Box 02. Dann haben wir diese NYX Eyeshadow Lingerie. Das ist zum Beispiel eine Palette, die man nutzen kann mit der Wet n Wild in Kombo, ne, sag ich mal, weil das einfach nur matte Geschichten sind. Das sind Basics-Töne, feiere ich, liebe ich. Ich denke, dass ich die behalte, wobei mir das Packaging echt nervig ist. Das hatte ich, glaube ich, im letzten Declutter gesagt. Habe ich mit euch Lidschatten? Ne, als ich ein, ja, so ein,
Weiß ich nicht. Als ich euch einfach gesagt habe, was ich für Paletten habe, mag ich das Packaging einfach nicht. Es stört mich unheimlich. Muss mal ganz kurz hier meinen. Ja, stört mich einfach, weil es so fett ist. Bleibt trotzdem. Es nervt trotzdem. Dann haben wir das Schätzchen hier. Das geht auch weiter. Das sind auch tolle Farben. Zwar nicht so bombe pigmentiert, aber sowas habe ich schon in der Sammlung. Und ich bereue es ein bisschen, dass ich 7 oder 8 Euro dafür ausgegeben habe. Hätte nicht sein müssen. Hat mich jetzt nicht so umgehauen. Die Pigmentierung ist ganz in Ordnung. Also vielleicht bin ich auch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen verwöhnt oder anspruchsvoll. Voller, sage ich mal. Keine Ahnung. Ja. Ja, die klattert. Dann haben wir das hier. Das werde ich auch die klettern. Das ist von MU AUMA Makeup Academy. Gar nicht mal so eine verkehrte Palette für 3 Euro. Also wirklich cool. Da sind die Töne. Also Easy Canvas, sie ist matt. Hat 6 Basics Töne sozusagen. Man kann einen Look machen oder eins. Grundpalette benutzen, die klatter ich aber, weil ich halt eben viele Grundtöne habe. Das werdet ihr dann auch noch sehen. Dann haben wir dieses kleine Scheißerchen von Makeup Revolution. Ich finde es eine tolle Palette. Man kann sie einfach komplett mitnehmen, dann ist man fast ganzes Gesicht fertig. Highlighter, Augenbrauen, dann ist hier eine Gel- oder Lidschattenbase und ein paar Lidschattenfarben. Ganz in Ordnung, ist kein Knaller, aber ich mag, dass das alles darin ist. So, kommen wir zu den letzten Palettchen. Einmal die Bronze Catrice. Die ist auch ganz, ganz, ganz schön. Ich muss sagen, die wirklich tolle, tolle, tolle Lidschatten. Die sieht so, so schön aus. Gefällt mir wirklich gut von den Farben her. Ja, aber ich weiß es nicht. Nee, die geht jetzt auch. Tschüss. Schön war's mit dir. Danke, dass du bei mir warst. Die, also wenn jemand die noch hat, benutzt die. Die ist wunderbar. Das ist auch eine von Essence. Echt unglaublich schöne Töne. Also ich bitte euch. Ich habe einmal ein Full Face of Essence gemacht, habe es aber wieder gelöscht. Halleluja. Was für eine Pigmentierung. Das ist übrigens die Box 01. Million Nude Face. Total knuffig. Ist zwar jetzt nicht so mein Ding, aber gut. Dann haben wir noch ein paar kleine. Dann von Essence, die hier, das habe ich gerne einfach in meiner Handtasche rumfliegen. Um ehrlich zu sein, so sieht sie auch aus. Ich habe sie schon ausgiebig getestet. Ich habe auch den hier schon als Highlighter getragen, weil ich einfach nicht wusste, was ich tragen soll. Ist so ein schöner, ja, Braun, Peach, Champagnerton. Selbst zusammengestellt, tolle, tolle Farben. Also ich kann mich da nicht beklagen. Das ist eine absolute coole Palette, die ich mir selbst zusammengestellt habe, wie ich es gerne hätte. Und so ist es auch. Also ich benutze sie gerne, wenn ich gerade verschlafen habe, Leute. Und nicht weiß, was ich draufballern soll und dann nochmal auf der Arbeit mich schnell in der Pause richte. Zum Beispiel. Dann habe ich die hier, Kiko Milano. Echt eine tolle, tolle, tolle Palette. Sie hat... Oh, wundervolle gebackene Lidschatten, wirklich. Oh, Halleluja, wieder mal. Ha, ist die 101. Tolle Palette, bleibt. Dann habe ich noch die, das ist die bei Sophia. Das war eine LE von Reval de Loupe. Ich weiß es nicht, ob ich sie aussortieren soll. Mein Freund hat letztes Mal gesagt, Schatz, bist du krank? Weil ich diese Palette drauf hatte und... Aber die ist so gut pigmentiert, die bleibt. Egal, dann sehe ich heute einfach mal krank aus. Okay, alles klar. Tolle Palette, bleibt. Danke, liebe Anna, dass du sie mir zugeschickt hast. Hier, bitte. Ja. Ihr müsst euch auch immer wegen Kleinigkeiten streiten, gell? Ja. Genau. Dann habe ich noch The Run Collection. Das ist ein, ja, mein Backup sozusagen. Habe ich mal im Kleiderkreise gekauft. Das war so einer meiner ersten Geschichten. Da hat sie was Süßes reingeschrieben. Viel Spaß mit der Palette. Das habe ich auch gelassen, weil ich es einfach total herzig fand. Ich liebe diese Palette. Ich weiß nicht mehr. Ich kann ja mal einen Look schminken, wie ich mich früher zum Weggehen geschminkt habe. Da habe ich immer so einen und denselben Look getragen irgendwie.
Tolle Pigmentierung, war einer der Knaller früher. Ist es auch noch heute. Also ich mag die Lidschatten nach wie vor. Sind trotzdem toll pigmentiert. Ist halt eine kleine Nude-Palette mit 10 Lidschattenfarben. In so klein finde ich immer absolut gut. Und dann mache ich wahrscheinlich jetzt einen Cut rein, weil ich weiß nicht, wie viel Akku mir bleibt. Ja, 3%. Okay, ich gehe nochmal durch. Die letzten 3 Lidschattenpaletten und dann gehe ich mit den anderen, mit euch ein anderes Mal durch. All die Orange Mini, das ist die Chocolate Orange Palette von Make-Up Revolution. So sieht's aus. Werde ich jetzt auch erstmal behalten. Ich guck mal, wie es Ende des Jahres ist oder noch so ein halben Jahr, sag ich mal. Doch, so zum Ende des Jahres können wir nochmal die Paletten durchgehen, um zu gucken, was ich wirklich brauche, was ich wirklich benutzt habe am ganzen Jahr. Das ist die Rose Gold Edition, die finde ich sehr, sehr schön. Mir gefällt vor allen Dingen dieses außergewöhnliche Senf und ja, darf natürlich auch bleiben. Dann haben wir die Mint, Schoko Mint. Die finde ich auch ganz, ganz klasse. Also diese Mini-Paletten bevorzuge ich lieber, als wenn ich so ein riesen Geschoss habe. Vor allen Dingen ist es dann noch so fett. Die sind schön kompakt, schön klein. Passt super. Aber man kann sogar dran probieren. Dann haben wir die Nudes. Die Nudes ist eine tolle, schlichte Alltagspalette mit ein bisschen Oho. Also wie gesagt, absolute Favoriten von mir, diese kleinen Mini-Paletten. Mag ich super gerne. Und dann könnten wir eigentlich nochmal... Nee, dann wären wir durch. Genau, genau. Jetzt sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16, 17 Lidschattenpaletten. Es ist super. Das läuft ja freilich. Gut, so wollte ich das. Und ihr versteht mich, oder? Wenn so eine Pigmentierung da ist, dann no training. Ich möchte mich nicht trennen. Ich und mein Dinglish gar nichts. Ich kriege gar nichts. So, ihr Lieben, ich hoffe, wir sehen uns im Teil 4. Puh, es wird ganz schön viele Teile. Wir haben noch einiges vor uns. Der ganze Tisch ist voll.